Meine Damen und Herren, wir haben ein Einvernehmen darüber, dass die Aufhebung von Sanktionen an die Umsetzung von Minsk gebunden ist. Und wir sind auch bereit, sollte das erforderlich sein, was wir aber nicht wollen, gegebenenfalls Sanktionen zu verschärfen, falls die Lage das notwendig macht. Aber wir sind der Meinung, dass wir alles darauf setzen wollen, den politischen Prozess von Minsk voranzubringen. Mit Griechenland und der Eurozone. Und ich würde gerne wissen, was haben Sie denen geantwortet? Es gibt eine gemeinsame Position der drei Institutionen. Das ist schon mal ein großer Fortschritt. Und auf dieser Basis laufen jetzt die Gespräche. Und man muss schon sagen, es ist nicht mehr viel Zeit. Das ist das Problem. Und deshalb muss mit aller Intensität gearbeitet werden. Schon übermorgen wird es die Möglichkeit geben, auch noch mal mit dem griechischen Ministerpräsidenten in Brüssel angesichts des EU-Lateinamerika-Gipfels zu sprechen, wie weit man gekommen ist. Aber ich kann nur sagen, jeder Tag zählt jetzt, um die notwendige Arbeit noch zu erledigen. Es gibt ja auch noch andere Länder wie Australien, Indien, die als westliche Demokratien gelten. Die Welt hat heute keine verbindlichen Regeln und deshalb muss das das Ziel von Paris sein. Wir wollen sicherstellen, dass alle Länder in die Lage versetzt werden, Entwicklungspfade einzuschlagen, damit die globale Durchschnittstemperatur unter einer Erhöhung von 2 Grad Celsius gehalten werden kann, also ein klares Bekenntnis zum 2-Grad-Ziel. Wir wissen, dass wir dafür tiefe Einschnitte bei weltweiten Treibhausgasemissionen brauchen und haben uns deshalb dazu bekannt, dass wir im Laufe dieses Jahrhunderts eine Dekarbonisierung der Weltwirtschaft brauchen. Ich hätte ganz gerne noch mal bei der Wertegemeinschaft angeknüpft. Sie haben gesagt, die Beratung der G7 haben so stattgefunden, wie sie stattgefunden haben. Ist darüber gesprochen worden, ob...